Schritt Nummer zwei, die Aktivität. Wir nehmen unser Input und damit tun wir etwas. Hier im heutigen Beispiel werden die Zutaten geschnappt, werden abgewogen, je nach Rezept, kommen in die Schüssel rein, werden teilweise hier Mehl vielleicht noch durchgesiebt, werden verrührt, in die Muffinförmchen gepackt und in den Backofen geschoben. Das ist in diesem Beispiel unsere Aktivität. Während wir eben als Merker das Nomen hatten beim Input, geht es hier, auch wieder gut zu merken, um ein Verb. Wir backen, wir verarbeiten, wir entwickeln, wir konstruieren. All das können wir mit unseren vorhandenen Ressourcen tun. Und wenn ihr jetzt mal auf euer vorhin formuliertes Ziel schaut, dann könnte es sogar sein, dass da etwas steht wie, im übertragenen Sinne jetzt, Kuchen backen. Dass dort einfach nur ein Nomen steht und ein Verb hinten dran. Tatsächlich ist das etwas, das wir sehr häufig als Ziel empfinden. Dabei ist es lediglich der Weg zu einem entfernten Ziel hin. Wir nehmen lediglich die Ressourcen, verarbeiten die Ressourcen in der Aktivität. Die tatsächlichen Ziele, die Zielformulierung, kommt erst im Nachgang mit den nächsten beiden Schritten. Und das erkläre ich in den nächsten beiden Videos.